Bildung und Migration. Das Hauptstadt Magazine. Theodor Schilf. Steven Dankwa. Katja Kinder. Peggy Piesche. Im Juni 2013 hat die UN die Bundesregierung aufgefordert, Rassismus in Deutschland besser zu bekämpfen. Herzlich willkommen bei AfroTag TV Cybernomads. Das Hauptstadt Magazine. Lifestyle, Fashion, Education, Media, Art and Postcolonial Theory. Mein Name ist Adetan Kupasadebisi. Unser Thema heute: Bildung und Migration. Bildung wird oft als Möglichkeit für den gesellschaftlichen Aufstieg von Migranten gesehen. Wir wollten wissen, welche Barrieren Menschen von Bildung fernhalten können. Humboldt, Universität Berlin, 2013. Theodor Wonja Michael wurde am 15. Januar 1925 in Berlin geboren. Sein Vater kam 1894 aus Kamerun. Theodor Wonja Michael ist einer der ältesten Afrodeutschen, die den Nationalsozialismus überlebt haben. Im Rahmen der Ausstellung des Deutschen Historischen Museums liest er vorab aus seinem im Herbst erscheinenden Buch. Wir haben Theodor Michael gefragt, welche Bildungsbarrieren aus der Zeit der Rassengesetzgebung für ihn relevant waren. Meine Traumvorstellung war nicht Schauspieler, ganz und gar nicht. Ich wollte Wissenschaftler in den Beruf des Schauspielers gedrängt. Ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit. Ich konnte kein Abitur machen und stattdessen konnte ich auch nicht studieren. Welchen Lehrberuf hätte ich annehmen können? Wer hätte mich akzeptiert? Es ist zu meiner Zeit praktisch unmöglich gewesen, in einen schwarzen Schlosser oder Bäcker oder Schuhmacher zu haben. In der BAD hat Theodor Michael sein Abitur nachgeholt, studiert und als Sozialwissenschaftler die Bundesregierung beraten. Unser Reporter hat sich mit Steven Danker am Mauerpark Prenzlauer Berg verabredet. Während Theodor Michael gänzlich von der Gesetzgebung ausgeschlossen wurde, hat Steven Danker ganz andere Probleme. Ich heiße Steven Dankwa. I'm a professional trained teacher from Ghana and I've been teaching for the last 9 years in Ghana before coming. I taught religious and moral education and I also taught social studies, which is a combination of history and geography. I went to the Synod for Vatican for building what they call like a Ministry of Education. Well, they gave me a piece of paper, what they call like a recognition of what I have, and that I can only work in a kindergarten. Well, I think what they have to do is that they must have some flexible system, of which they must accept Africans or not Africans per se. I mean, immigrants or people who come to their country who have professions, they should just, embrace them. And then they give them a sort of training for a short time. And then they just allow them to do their profession, which they have been doing and they have even experience here, rather than asking them back to go to like a school again and so on. Them, because when they do that, it really, it makes the people, a little bit of desperate. Yeah, you feel a little bit down when you have had some sort of a profession and you come and then you are being looking down. And I think the Africans per se, they see us in a different perspective. Yeah, sorry to say, maybe, I don't know, color-wise. Yeah, but we are equally human beings like Europeans, or we are all people.
Diesem Dankwar hilft das Gesetz leider nicht. Der Lehrerberuf, die 17 Sozialberufe und die Ingenieursberufe sind leider nicht dabei. Peggy Pietsche, Katja Kinder, Mitbegründerin von ADEFRA. ADEFRA, ein Verein afrodeutscher Frauen und AfrikanerInnen. Bei durchschauenden Publikationen sind in viele Erinnerungen gekommen. Also, ich bin Katja Kinder, in Berlin Kreuzberg aufgewachsen, arbeite als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache und bin Erziehungswissenschaftlerin. Ich bin Peggy Piesche, ich komme aus der DDR. Ich bin da geboren und auch aufgewachsen, im Süden in Thüringen. Ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Wir haben den Verein ADEFRA gegründet, um unsere ganz konkreten Biografien einbinden zu können in eine politische Arbeit. Na, und weil Rassismus mittlerweile eben Teil des Bildungsapparates geworden ist. Sie nehmen nicht das Wort Rassismus in den Mund, aber sie sagen Menschen mit Migrationshintergrund. Eine dunkle Hautfarbe ist allein kein Grund für eine Ausweiskontrolle. Was natürlich eine Verschleierung von Barrieren ist, weil viele von uns sind Deutsche und begegnen eben genau den gleichen Hindernissen wie vielleicht eine POC-Frau oder eine schwarze Frau, die aus einem anderen Land kommt. Aber die Barriere ist ja schon vorher da, dass man sich im Prinzip in dem, was Wissen ist, was weitergegeben wird, was zu erlernen ist in Schule und Universitäten oder auch in Berufsausbildung, dass wir uns da nicht wiedersehen können, konkret nie geschichtlich überhaupt eine Referenz hat, wie war schwarze Geschichte, hat schwarze Geschichte zur Bildungspolitik beigetragen. In Geschichtswissenschaft nie eine Referenz zu Kolonialgeschichte. Oh, Anton Wilhelm Amo. Henriette Alexander, dass wir die Geschichten jetzt kennen. Das ist die Arbeit von schwarzen jungen Menschen, die aus ihrer gebrochenen Schulbiografie heraus versucht haben, schwarze Geschichte sichtbar zu machen, sie auszugraben. Oft auch noch in den 80er und 90ern damit konfrontiert wurden, dass das ja nicht wirklich eine Hausarbeit sein kann oder eine Diplomarbeit, was wir ja bei Maya Im auch gesehen haben, ist ein Teil von Farbe bekennen geworden. Das ist das, worüber wir reden, dass die irgendwas mit Rassismus zu tun haben und nicht mit Migrationshintergrund. Der 9. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration besagt, das Armutsrisiko bei Migrationshintergrund ist 3-mal höher als ohne Migrationshintergrund. Dennoch, Bildung ist kein Allheilmittel. Afrodeutsche wie Theodor Michael, Peggy Piesche, Katja Kinder sind keine Menschen mit Migrationshintergrund. Sie und Steven Dankwa sind benachteiligt durch Barrieren, die ihre Teilhabe einschränken. Das war unser Beitrag zu Migration, Bildung und Karrieren. Es liegt noch ein langer Weg vor uns. Afrotag TV Cybernomads, Adetan Küppers, Adebisi.